Hallöchen, hier ist wieder der Björn vom LSNPD und nee, wir machen das anders. Soll der sich doch. Genau. Wir sind wieder im Erntetal zum Erntedankfest. Und wir sehen gerade noch, wie er stirbt. Er stirbt. So stirbt er doch. Au, sag mal, hallo? Oh. Wir müssen einmal kurz trinken. Hier können wir auch... Uah, Alter, Vater, was ist denn? Hast du keinen Kopf? Okay. Wenn du keinen Kopf hast, dann hast du keinen Kopf. Da kann ich auch nicht drüber lachen. Titanitscherbe. Hier können wir auch lang. Können wir mal irgendwann das Gebläse anmachen, dass er, dass der ganze grüne Rauch da mal verschwindet? Da ist nix. Da ist auch nix. Das sieht nicht gut aus. Was? Knien? Ja, und dann? Mal gucken, was dann passiert. Gelobt sei die Sonne. Ja gut, okay, dann knien wir mal. Eidlasten? Nee. Sonnenlichtmedaille geben? Nö. Geste lernen? Komm, Geste lernen. Gelobt sei die Sonne. Ja, sehr schön. Weiß ich nicht. Muss man mir mal in den Kommentaren erzählen, ob das wichtig ist oder nicht. Hier sieht es aus, als würde es hier einen Geheimgang geben. Oder auch nicht. Ja, sinnlos. Huch, was stand da? Gelobt sei die Sonne, aber nicht hier. Alter. Meine Güte. Jo. Hier fährt einem ein Windmühlenrad entgegen. Hier, richtig schön in so eine Schneise reingehauen. Okay, da ist eine Irdenspitze. Und wir machen das jetzt... Huch. So machen wir das. Dankeschön. So, da unten ist nichts. Auf jeden Fall nicht, was ich jetzt im ersten Moment sehen kann. Ah! Grüne Blüte. Ah, Kumpel. Wir werden noch so keine Freunde. Ah, da ist schon wieder eine Nebelwand. Skeptiker-Gewürz. Und hier geht's nicht weiter. Gut. Alles klar. Schubidua. Da sieht auch noch nichts aus. Ah, meine Güte. So, du willst uns wieder nix. Das ist okay.
Okay, das ging ja optimal, möchte man beinahe sagen. Du bist einer von denen, der normalerweise im grünen Nebel durch die Gegend läuft, ne? Und du bist wieder ein alter Pilzkopf und fällst plötzlich um. Lebensstein hast du aber dabei. Ja, das ist doch eine Falle. Ah. Aber ging. Falle, aber ging. Fackel. Versucht blocken. Truhe voraus, aber Falle. Ja. Haben wir gesehen. Haben wir gemerkt. Und ich befürchte, hier ist ein Endgegner. Ach du meine Güte. Ach du. So leicht sein? Oder war das nur die erste Stufe? Okay. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Nächster Gegner, ne? Und da ist ein Leuchtfeuer. Okay, Leuchtfeuer entzündet. Rasten, ne? Reisen. Und nach Majula. Okay, das ging jetzt aber wirklich fix. Weiß ich gar nicht. Bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht? Ja. Seek soul, seek the king. Ja. Lest this land. Ja. Weiß ich nicht. Okay. Belastung. Ja. War auch nicht so. Guck mal hier, Stärke. Geschick. Geschick macht mittlerweile ein bisschen wenig. Anpassung. Resistenz. Guck mal hier, das mache ich mal. Dankeschön. Und dann werde ich noch mal, oh, Essos-Flakon verstärken? Nee, haben wir nicht. Alles klar, danke. So, und dann werden wir mal unsere Waffen noch einmal verbessern. I knew you. Jo. Was haben wir denn hier alles? Das ist doch alles schlimm. So, nee. Dahin wollen wir auch nicht. Was sind das? Reparaturpulver und Titanitscherben? Hallo. Aber wir wollen mal Sachen verstärken. Ach so, ich kann ja eigentlich auch mal hier ein bisschen Rüstung verstärken, ne? So, was ist denn hier mit dem hier? Glitzerndes Titanit, 1 von 2. Titanitscherbe. Ja, da machen wir mal das hier. Und Titanitscherbe, 3 von 12. Ja, machen wir auch. Und dann haben wir hier noch die Handschuhe. Die, eine Titanitscherbe. Klar, das machen wir. Und ein glitzerndes Titanit.
So, Titanitbrocken, Titanitscherbe. 3 von 8. Was macht der? Der will auch 3 von 8, macht dann aber 84 Schaden. Ja, dann war's das erstmal. Verlassen. I'll be around, if you make it back. Auf jeden Fall make ich das weg. Ist Gavlan denn jetzt auch hier? Weil er war jetzt da hinten, aber dann war er wieder weg. Oder ist er... Ist er reiselustig? Hier ist er hier. Und... Ja. Ah ja, hier müsste ich ja auch nochmal unten gucken, ne? Da war ja auch was zu holen. Aber dafür müsste ich den Ring wieder aufsetzen, was ich wahrscheinlich vergessen werde, wenn ich das nächste Mal hier auftauche. Chloe. Oh, fancy meeting you here. Speak up if you need anything at all, alright? Jo, das mache ich. Und zwar können wir mal was kaufen. Titanitscherben. Ich habe eigentlich 8 und du hast nur 7. Was ist das hier? Erneuter Tod? Schleudert eine finstere Flamme auf Leichen und lässt sie heftig auflodern. Ja, Beschleuniger, Stab. No interest. Suit yourself. Dankeschön. Ja, suit yourself, ne? So, wir reisen nochmal wieder zurück. Und dann gucken wir mal, was es da sonst noch zu holen gibt. Ach nee, warte, gar nicht. Ist das hier Heiligengrab? Nee. Irdenspitze, da wollen wir hin. Tschüss, tschüss. So, eine Holzkeule. Okay. Ach, die Gegner sind ja wieder hier, ne? Muss ich aufpassen. Da versteckt sich einer. Und da geht's hoch. Und da ich ja nicht dumm bin. Greife ich mir den erstmal so. Ah, Sammer. Nein, 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 nein. Oh. Kumpel. Oh. Au, Sammer. Der hat mich noch gar nicht mehr am Kopf getroffen. Aha. Jetzt stirbst du plötzlich, ne? Und was verlierst du? Eine Titanitscherbe. Das ist doch mal gut. Da hat der aber einmal richtig mir auf den Kopf gehauen. Jung, du siehst gefährlich aus. Okay. Schimmernder Lebensstein. Guck mal hier, geht ja alles kaputt. Was steht denn hier? Illusion? Oh, kann ich aber nicht durch. So, jetzt mal ganz ernsthaft. So, das ist der eine. Ullu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 l. Ich weiß nicht, wie stark der zugehauen hätte, aber es wäre bestimmt nicht witzig geworden.
Ich renne mal hier durch. Von der Seite kommt keiner. Uah. Nein! Boah. Himmel hilft. Da ist auch einer. So, warte, aber bevor wir da oben hinlaufen, mache ich erstmal eine Folgenpause. Wir sehen uns gleich. Haut rein, bis dann. Tschüss.